Hallo liebe Nerdstar-Zuschauer und natürlich die geschätzten Nerdstar-Zuschauerinnen. Ich stehe jetzt hier, weil ich eine wichtige Mitteilung kundzutun habe, denn es werden gravierende Änderungen in die Nerdstar-Geschehnisse eingreifen. Vorweg aber einmal eine kleine Inhaltsangabe. Erstens möchte ich mit euch über Nerdstar generell sprechen, um euch noch einmal genau aufzulisten, was wir eigentlich vorhaben und was wir überhaupt sind. Zweitens, was sich alles ändern wird in sehr naher Zukunft. Und drittens, warum diese und nächste Woche so gut wie gar kein Video von uns kam. Fangen wir mit Punkt 1 an. Was ist Nerdstar? Einige von euch werden es ja wissen, Nerdstar ist eine Video-Community, die den Zuschauern und den Community-Mitgliedern einen Platz bietet, Meinungen auszutauschen oder gegeneinander zu spielen oder auch gegen uns zu spielen. All das ist Nerdstar und Nerdstar produziert nämlich nebenbei auch noch 3 Videomagazine. Das Spannende dabei ist, dass die Community diese 3 Videomagazine mitformen kann. Das heißt, wenn ihr zu unserer Sammelstelle das Forum kommt, da eure Meinungen, Wünsche, Kritiken oder Vorschläge reinschreibt, dann werden wir das natürlich lesen und werden dementsprechend auch nach unserem Bestmöglichsten darauf eingehen. Die 3 Magazine, das ist zum einen Pau, das Film- und Comic-Magazin. Unsere Redaktion und vor allen Dingen voran unsere Moderatoren, das ist einmal der Steffen, der Nico, der Julian und die Saskia, diese 4 sind immer im Einsatz und immer bereit dafür, euch spannende Themen und Beiträge aus der Welt der Filmstars und der Comichelden zu liefern. Beispielsweise machen wir den Movie Talk, gehen für euch ins Kino, zeigen euch filmrelevante Themen, geben euch Buchtipps, Comic-Kritiken oder gehen auf diverse Events, wie beispielsweise das Game of Thrones Event, wo die Saskia zugegen war und das Ganze mal ein bisschen für euch beleuchtet hat. All diese Themen finden Platz im Pau, im Comic- und Filmmagazin. Film- und Comic-Magazin, so ist es eigentlich richtig, sonst kriege ich wieder einen drüber, wenn ich hier nur wieder nur Blödsinn erzähle. Das zweite Magazin, welches wir produzieren, das ist Play, unser Games- und Technik-Magazin. Hier werden wir nicht nur Technik-Kritiken schreiben oder auch euch zeigen, dass wir gucken, welche Hardware funktioniert wirklich, welche Software bietet sich an, sondern wir werden auch Spiele testen, wir werden euch unsere Meinung zu den Spielen aufdrücken und wir werden in erster Linie gegen und mit euch spielen. Das ist ganz toll, besonders für euch, denn in der Regel gewinnt ihr immer, denn unsere Moderatoren Marci, Connor, Lenny und Steffen sind immer drauf und dran, in den digitalen Welten und in den digitalen Schlachten gegen euch zu verlieren. Das seht ihr dann beispielsweise in einer der Nerd-Arenen. Unser jüngstes Magazin, das ist unser kleines Küken, das ist Hipster. Hipster ist das Musik- und Lifestyle-Magazin, welches euch Dinge aus dem Alltag zeigt oder mit euch auf Konzerte geht, mit euch auf Partys geht, mit euch auf diverse Veranstaltungen geht. Beispielsweise waren wir letztens auf einem Skate-Contest und haben uns das mal angeguckt. Die Moderatoren Dirk, Jan und die Lara sind dafür immer im Einsatz und bieten euch mit der Hipster-Redaktion spannende Themen aus der Welt des Alltags. Kann man das so sagen? Ich finde das ganz passend und ist ein ganz guter Ort für diese Themen. Tja, was wird sich ändern? Diese 3 Formate werdet ihr nicht mehr auf unserem Kanal sehen. Klingt in erster Linie erstmal ein bisschen dramatisch, aber so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Wir produzieren hier in Zusammenarbeit mit unserem Partner Kanal 21 und auch mit Playtimes TV, das YouTube-Netzwerk. Und in Zukunft werden wir mit Playtimes TV fusionieren. Das bedeutet einfach, dass wir diese Magazine für den Kanal von Playtimes produzieren, da auch hochladen werden und für die Homepage natürlich www.playtimes.tv. Das bedeutet für euch eigentlich nur, dass ihr auf deren Kanal gehen müsst und unsere Videos schauen wollt. Wenn ihr das weiter tun wollt, würden wir uns natürlich tierisch freuen. Und Playtimes eröffnet uns neue Möglichkeiten und neue Mittel, für euch noch mehr am Ball zu bleiben und das Pferd noch ein bisschen weiter treiben zu können. Wir hoffen, dass ihr das Ganze irgendwie ein bisschen versteht und nicht irgendwie missversteht, denn wir bleiben, wie wir sind. Wir machen weiter unseren Blödsinn wie auch bisher, nur erhoffen uns natürlich noch mehr Möglichkeiten, noch mehr Mittel zur Verfügung zu haben, um noch mehr angreifen zu können und euch beweisen können, dass wir eigentlich motiviert und gewillt sind, mit den ganz Großen mithalten zu können. Bleibt da am Ball, unterstützt uns weiter. Wir würden uns tierisch freuen, wenn da weiter so viel Feedback kommt und dass ihr einfach auch auf dem Playtimes-Kanal am Ball bleibt. Was passiert mit unserem jetzigen Kanal? Der Hauptkanal Nerdstar Blog wird weiterhin bestehen und weiterhin auch noch mit Videos gefüttert. Da kommen Auskopplungen rein, wie beispielsweise Nerdstalgie, was ab und zu mal in einer Play-Sendung Platz findet, wird dann natürlich separat hier auf unserem Kanal hochgeladen werden. Außerdem werden wir euch jede Menge Backstage-Material liefern, weil es passieren beim Dreh allerhand spannende und lustige Dinge. All das wollen wir euch nicht mehr vorenthalten und das findet Platz auf unserem Hauptkanal Nerdstar Blog. Unser Zweitkanal Nerdstar Let's Play wird ebenfalls noch bestehen bleiben und täglich mit diesen innovativen Gameplay-Videos, die Let's Plays heißen, beliefert. Das heißt, wollt ihr mal ein bisschen Gameplay-Material sehen von den Nerdstar-Redakteuren, geht auf unseren Zweitkanal und da spielen wir allerhand tolle Spiele, wo auch ihr nach wie vor wieder mitspielen und mitwirken könnt.
Tja, das wäre zu den Änderungen und jetzt möchte ich nur noch sagen, warum diese und nächste Woche so gut wie gar kein Video kommt. Das liegt einfach daran, dass wir natürlich auf der Gamescom sein werden, wir werden jeden Tag da sein und wir werden allerhand wichtiger und spannende Termine haben. Aus diesem Grund stecken wir volle Kanne in den Vorbereitungen. Das heißt, da geht so viel Zeit drauf, dass wir uns dafür entschieden haben, lieber die Energie in die Gamescom zu stecken und da dann natürlich den Startschuss auch für die Fusionierung mit Playtimes zu schaffen und danach direkt nach der Gamescom mit unseren drei Formaten wieder voll anzugreifen. Auf der Gamescom wird das so ablaufen, dass wir uns natürlich tierisch freuen würden, wenn wir euch da begegnen und uns mit euch austauschen können. Das heißt, wenn ihr uns seht, dann sprecht uns einfach an. Wir werden jeden Tag täglich überall mit unseren Kamerateams auf der Messe rumlaufen, tolle Beiträge machen, abends uns dann im Hotel wiederfinden und eine Talkshow produzieren, wo diese Beiträge als Einspieler reinkommen. Zu dieser Talkshow, das ist nämlich das Spannende, seid ihr herzlich eingeladen, jedes Mal daran teilzunehmen als Zuschauer oder auch als Gäste. So viel zu der Gamescom und ich werde euch jetzt einfach mal zeigen, wie der letzte Platz im Auto entschieden wird, wer da mitfahren darf. Und ich lasse es Connor und Steffen mit dem Schwert und Axt gegeneinander antreten. Viel Spaß damit. Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen, außer es geht um den letzten Platz im Auto. Ah!